So, wie versprochen, zeige ich heute eine, ich nenne es mal Weihnachtsmilch. Wir haben hier im Topf bereits schon 200 Gramm von dem Milchkaramell. Geben jetzt noch 200 Milliliter Milch hinzu. Dann ungefähr eineinhalb Teelöffel Zimt. 4-5 Nelken und 4-5 mal Pigment. Und das Ganze werden wir jetzt aufkochen und ein bisschen einkochen lassen. Ist für zwei Personen, also für zwei Portionen, für zwei Gläser. Wenn ihr mehr machen wollt, ist natürlich auch kein Problem. Dann nehmt ihr einfach mehr Milchkaramell und mehr Milch. Ein bisschen mehr Zimt und ein bisschen mehr von allem. Und schmeckt es am Schluss gut ab. Zucker gebe ich jetzt absichtlich noch keinen hinzu, das probiere ich dann erst nachher, da das Milchkaramell recht süß ist. Und dann sehen wir, wie es am Schluss schmeckt und dann kann man immer noch mit Zucker ein bisschen nachhelfen. Okay, dann lassen wir das Ganze mal aufkochen und ich melde mich gleich wieder. Ach ja, was ich vergessen habe zu sagen, wer möchte, also ich mag es sehr gern, ich gebe noch ein bisschen Vanillearoma hinzu. Noch lieber wäre mir eine frische Vanilleschote, habe ich momentan leider nicht zu Hause, aber werde ich mir bald wieder besorgen. Und jetzt lassen wir das Ganze mal ein bisschen kochen. Also wenn ihr hier wärt und wenn ihr es riechen würdet, es riecht schon sehr, sehr gut. Also ich finde die Milch sehr angenehm im Geschmack dann auch. Also zu den Branntweinkrapfen, zu den Süßen zum Beispiel passt sie hervorragend. Es wärmt im Winter gut auf, es riecht nach Lebkuchen, es ist einfach super für die Weihnachtszeit, also echt eine super Milch. Ihr könnt natürlich auch die ganzen Gewürze weglassen und das einfach nur mit Milchkaramell machen. Dann habt ihr einfach eine Art Karamell, Milch. Oder wenn ihr es mit ein bisschen Sahne streckt, dieses Milchkaramell, dann habt ihr wunderbar eben eine Soße für entweder Waffeln oder na, jetzt fällt es mir nicht ein. Wenn es mir fällt, sage ich es. Jetzt konzentriere ich mich nicht mehr zu weit. Aufpassen natürlich, dass das Ganze nicht anbrennt. Mich brennt natürlich sehr gern an, wenn man nicht umrührt. Lass das Ganze ein bisschen einkochen. Pancakes, das war das, was mir nicht eingefallen ist. Ist natürlich das dann auch eine super Soße dafür. Eben mit Sahne und wenn ihr es ein bisschen mit Milch streckt, dann habt ihr einfach eine Karamellsäuermilch. Schmeckt natürlich auch sehr gut. Gut, dann lassen wir das Ganze mal ein bisschen kochen. Ich muss meine Brille weglegen. Ich sehe nichts. Genau, lasst das Ganze einfach ein bisschen kochen und ich zeige es dann wieder, wenn ich es abgieße. Das Ganze natürlich dann durch ein Sieb, dass wir die ganzen Zutaten, die nicht in der Milch schwimmen sollten, jetzt wie zum Beispiel Nelken oder das Pigment, eben wieder aus der Milch herausbekommen. Gut, dann bis gleich. So, ich habe das Ganze jetzt ungefähr 5 Minuten kochen lassen unter ständigem Rühren. Ich leere es jetzt zurück in den Messbecher, wo ich die Milch drin gehabt habe, eben durch ein Sieb, dass wir das Pigment und die Nelken wieder rausbekommen. Dann vom Messbecher, das man sieht, hoffentlich, direkt rein in den Becher. Und um noch ein bisschen eine Überraschung für alle zu bereiten, einfach oben drauf ein bisschen dunkle Schokolade. Und ein bisschen weiße Schokolade. So, dann noch einen Löffel rein, an den Tisch bringen und ich wünsche guten Appetit.